Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. So, wir essen jetzt erstmal was. Weil mein Essen hat mal so einen schönen Abgang gemacht. In der letzten Folge haben wir versucht, in den Nether zu gehen, was kläglich gescheitert ist. Und in dieser Folge und haben aus Versehen Elektrum erzeugt. Ja, wir haben jetzt Elektrum. Grandios. Jetzt kann ich hier schon mal reintun, falls ich irgendwann in der Zukunft Elektrum brauche, ich hab's. Aber wir haben auch einen Silver Sapling. Juhu! Bedeutet adieu und hello Silver. Und jetzt können wir nochmal kurz anbieten. Ja, er wächst instant, nice. Wenigstens das mal. Jetzt haben wir gleich wieder genug Silver Saplings für ein Jahr. Und können die gleich wieder anpflanzen. Schauen wir, wie schnell der jetzt wächst. Wie Bock der hat. Er ist neben Gold direkt platziert, also eigentlich sollte der gut wachsen. Gold und Silber sind ja so Konkurrenten bedeutet. Er will auch nach vorne. Und einmal geht noch. Einmal sollte noch gehen wenigstens. Jawohl. Jetzt haben wir richtig, richtig feines Silber. Und daraus sollten wir doch heute hoffentlich Diamond Saplings kriegen. Weil ein Diamond Sapling ist immer noch das Ziel. Dafür brauchen wir Lapis, Gold und Silber. Lapis, Gold und Silber. Beides, alles haben wir. Wir tun jetzt erstmal aber wirklich alles wieder raus, was wir echt nicht brauchen, weil langsam wird mein Inventar wieder schon wieder voll und das wollte ich eigentlich vermeiden. Also Lapis Resin. Silver Resin brauchen wir eins und zweimal Gold. Zwei Gold Resin. Und was war noch in der Anleitung? In der Anleitung war noch ein Redstone Sapling. Und dadurch kriegt man einen Gold-Sapling, einen Diamond-Sapling. Und da ich jetzt richtig Bock auf Diamonds habe, nehme ich mir hier gleich nochmal Bone-Meals. Ich tue mir hier den direkt aufbereiten. Zack. Tun dich weg, tun dich hin und holen uns jetzt die Diamanten. Es ist Diamantenzeit, Leute. Weil wir können unsere ganze Ausrüstung rein theoretisch auf Diamanten upgraden, hoffentlich. Was natürlich mega geil ist. Wir haben endlich Diamonds. Was ja nicht, natürlich auch nicht jeder behaupten kann. Wir können jetzt auch mal eine Händlerkiste gleich mal machen. Hätte ich mal Bock drauf, mal zu gucken, was in der Händlerkiste drin ist. So. Die müssen wir natürlich auch bald automatisieren alles mal. Das wäre, glaube ich, dann das nächste Ziel, das Gold und das Silber zu automatisieren. Genauso wie Lead und Tin, weil du brauchst ja sowieso am Ende alles. Wird halt natürlich wieder ein riesiger Aufwand, in Zukunft das alles zu lagern. Eieiei, ich sehe es schon kommen. Aber wir könnten direkt drunter jeweils die einzelnen Lagerpartien machen, dass das ein bisschen sortiert ist, sozusagen, dass du weißt, okay, das ist unter dem, das ist auch das. Und dann tun wir da schöne Netzwerke draus bauen. Es sollte dann eigentlich alles passen. So, schauen wir mal. Was ist das hier? Für was nehme ich die eigentlich mit? Erstmal wachsen lassen, dann zack. Und nochmal wachsen, komm. Und dann wieder abbauen. Und zack. Setzen wir gleich natürlich noch einen Diamond Sapling, einfach weil wir es können. Der geben wir hier gleich wieder eine Fülle. Und jetzt würde ich aber echt gerne einen Diamanten machen. Oder ist es ein Diamantblock, den ich da draußen machen muss? Okay, was bringt mir jetzt ein Diamond Sapling, wenn ich keine Diamantensachen draus machen kann? Gut, dass es ein Diamond Bucket gibt. Es gibt ja alles aus Diamonds, wirklich. Lol. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was kann ich jetzt mit... Ah, das ist ein Impregnate. Ups, das ist der falsche Button. Was kann ich jetzt damit anfangen? Hier, ich kann... so ein Diamond machen. Okay, wie viel brauche ich? Will ich es wissen? Ich kann 3 Diamonds machen. Woohoo! Ist ein Anfang. Darf man nicht unterschätzen. Und wir haben natürlich auch extrem viele Saplings schon. Bedeutet, wir können uns auch dran machen, dann direkt hier dann noch eine
Diamond Sapling Fabrik hinzubauen. Mit vielleicht sogar einer großen Kiste. Wäre gleich gar nicht doof. Wir müssen für Eisen jetzt endlich auch mal eine Reihe bauen. Weil ich glaube, das kommt jetzt dann alles weg. Wir tun den Baum dann einfach immer in der Wiese platzieren. Und werden das Ganze hier mal ein bisschen umdesignen. Damit das hier ein bisschen besser einfach passt. So. Jetzt interessiert mich aber trotzdem, wie ich Quarz kriege. Weil Quarz ist jetzt echt langsam nervig. Quarz Sapling. Es gibt einen Quarz Sapling. Gut. Dafür braucht man Emerald Sapling. Emerald Sapling braucht einen Diamond Sapling. Tin Resin. Nickel. Oh, jetzt kommt noch Nickel und ein Green. Hä? Green Slimy Mud. Och, leck mich das. Warum? Sand und Dirt. Kein Problem. Wie kriegen Slime Ball jetzt her? Da fangen wir mal an. Kann ich einen Slime Ball irgendwie machen? Pink Slime. Irgendwie muss ich doch an Slime kommen, oder? Works with Pissen, Slime Essence. Oh, ich wollte mich jetzt alle ficken und das ist echt ein brutaler Weg, oder was? Hier braucht man den Market Mass Slime Crystal. Dafür braucht man das. Oh Gott. Lass mich raten, es gibt einen Soul Sand Baum. Okay, schaut jetzt zum Glück mal nicht so aus. Nether Essence. Yo, ist klar. Also okay, wir können jetzt mal an das Problem rangehen, dass ich Nickelbaum mache ich aus einem Iron Sapling und Molten Nickel. Und Nickel Amber kriege ich aus Brown Dye. Okay. Ja, nö. Ich baue jetzt die Farm um, weil ich glaube, das ist wichtig. Ich weiß jetzt auch nicht, weil das simple Ding, ich hätte gedacht, das wäre so richtig simple jetzt. Simple. Aber, warte, simple natürlich so. Aber du brauchst ja diesen Controller, diesen, wo ist er denn hier? Storage Network Master. Und der braucht Block of Quartz. Der braucht halt eiskalt Quartz Blocks. Weil der echt kacke ist. Weil, sagen wir mal so, ich glaube, das hier sollte jetzt kein Problem sein. So, die Dinger sind nicht mittlerweile fertig. Den habe ich nämlich in Auftrag gegeben, noch mehr Charcoal zu machen. Damit die einfach ordentlich auf Vorrat sind. Und da können wir jetzt gleich mal ein paar Steine einfach reinhauen. Damit wir ein bisschen Stone in Zukunft auf Vorrat haben, brennen wir jetzt hier einfach mal durch. So. Das ist ja die Sache. Also haben wir auf jeden Fall riesiges Inventar. Genug Platz für gleich 2 Jahre schon mal. Und davon haben wir 2 Stück. Rein theoretisch. Ich weiß ja nicht, wie ist denn da der Controller? Manages all processing cables in the network. Okay. Aber es gibt ein Storage Request Table. Den schauen wir uns gleich mal an, weil Gold Ingot sollte jetzt ja kein Problem mehr sein, rein theoretisch, oder? Wie mache ich denn Gold Ingots? Schauen wir uns mal, was sind das hier? Upgraded Conogen, Upgraded Combustion. Achso, warte mal, falscher Mod. So, hier. Dich kriege ich ja wahrscheinlich aus dem und dafür muss ich dann hier hin und. Nee, nicht. Wahrscheinlich muss ich die Sachen schmelzen, kann das sein? Casting, genau. Ich muss Golden Ding machen und dafür kann ich alles verbrennen. Golden Amber. Nehmen wir jetzt mal einfach alles, was wir goldmäßig haben. Und machen schnell ein bisschen Golden Amber, weil das ist jetzt kein Problem gerade. Ich hoffe bloß, das verbindet sich nicht mit irgendwas. Das wäre jetzt so richtig kacke. Golden Amber. Zack. In unserer Kiste hier oben. Gleich mal checken. Hier haben wir noch ein Ingot geschmolzen drin hier. Molten Gold, passiert nichts. Okay, das ist gut. Das ist gut. Ein Block pures Gold. Dann schmelzen wir uns mal oder holen wir uns mal hier, gießen wir uns besser gesagt
mal eine Runde, einen Block Gold. So. Schön, schön. Schön, 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 schön. So, ich kann euch mal meine Pläne sagen, die ich in der Zukunft habe. Ich würde gerne das hier noch erweitern, und zwar hinten um die Fahne rum und noch ein bisschen größer werden. Und in Zukunft das ein bisschen aussehen lassen, wie so eine natürliche Ding bedeutet. Ich will einen Berg designen, rein theoretisch auch ein bisschen, mit einem Wasserfall drin und einem kleinen See. Das ist sozusagen, wie hier so die Wohlfühlecke wird. Ich überlege auch, ob ich das hier erweitern werde, noch größer in die Richtung. Weil ich würde gerne dann in diese Natur meine Hütte setzen. Sozusagen das ist Processing und das ist Living in der Art. So wäre mein Gedankengang in dem Fall. Muss man essen, darf man essen. So, okay. Wir brauchen jetzt mal das, was ihr bis jetzt verbrannt habt. Immerhin etwas. So. Dann müssen wir daraus Slabs machen. Und dann ging es weiter mit Eisen. Aber das können wir ja gleich mal machen. Zack. Sollte kein Problem sein. Jetzt haben wir Storage Cable Network. Und dann gibt es dieses Teil. Gold. Ja, okay, Gold ist jetzt nicht das Problem. Und so ein Crafting Table, das ist mal schnell gemacht. Crafting Table. Und ich muss halt das Gold noch teilen. Oh mein Gott, das ist so ein Riesenaufwand. So. I want it now. So. Und ich kann da aber nicht drauf zugreifen. Wahrscheinlich, weil noch nichts dranhängt, kann das sein? Wie baue ich eigentlich ab? Okay, ich baue es so ab. Das ist jetzt so ein Storage Request Table. Wenn ich jetzt... Ich mag jetzt mal gucken. Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich habe jetzt die 3000 Kabel hier. Das heißt, probieren und studieren. Ihr werdet aber nicht automatisch angesteckt, okay? Sind Kisten automatisch im Netzwerk? Nee, auch nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dich anstecke, kriegst du eine Verbindung. Aber dadurch, dass natürlich nichts dranhängt, ist das alles wertlos. So. Wir müssen uns jetzt mal gucken. Dann gibt es ja noch die Processing. Can automate simply processing tasks. Jetzt ist ja hier Storage Import Cable. Imports items from attached inventory into the network. Storage Link. Ah, scheiße. Es gibt einen Storage Link. Gut. Bedeutet, ich brauche einfach Kisten. Warte mal, ich habe doch ein paar Kisten noch übrig. Nein, das sind keine Kisten. Das sind Saplings, mein Freund. So, und dann einfach... Das waren die Storage Import. Nein, wir brauchen die Storage Link Cables. So. Alter, das ist viel zu günstig, wisst ihr das? Und jetzt kann ich die hier anstecken. Input and Output. Only Output. Aha. Blacklist. Das kann ich auch ändern zu einer Whitelist. Die Mode Priority Import Filter List. Also wenn ich jetzt, was habe ich denn hier zum Beispiel? Jetzt habe ich hier Holz. Ne, verdammt. Ist wurscht. Ich hänge dich jetzt mal einfach hier an. Aber ich kann trotzdem noch nicht zugreifen, weil einfach ein Head fehlt, sozusagen. Whitelist bedeutet, jetzt kommt hier nur das rein, was ich hier habe. Das ist also das Problem. Ich will unbedingt jetzt hier alles haben. Lapis Lazuli. Null Problemo. Das ganze Zeug hier. Ein Overseer. Jetzt fängt es wieder mit an. Nevercord. Ah, dieses Quartz macht mich fertig. Vielleicht sollten wir mal wieder ins Buch schauen. Buch? Wo bist du? Jetzt muss ich das Buch wiederfinden. Ich sehe jetzt schon den Nachteil in dieser großen Kiste. Es ist zwar super toll, aber ich habe keinen Plan, wo meine Scheiße ist. Ach, come on, jetzt kann doch jetzt nicht so schwer sein, hier so ein blödes Buch da. Buch zu finden. So, okay, schlafen. Und dann, I did not know. Acquire a blue slime sapling by using right click on a cauldron filled with milk while holding. Ja, wie soll ich denn an Milch kommen? While holding.
while holding a lapis sapling. Aha. So komme ich an Slime, okay. Craft a donut sapling. Langsam a bacon sapling. Ja, sicher! Hogtide. Craft a cobblestone mod bucket. Feed to a pig to transform it into pitch resource hog. Ja, aber ich hab doch keine Viecher. Oder gibt's da irgendwie sowas? Ah, okay, ja, warte mal. Ich hab die anderen Seiten übersehen. Ja. Genau, da könnte ich dann noch da weitermachen. Age of Farming. Complete all advantage. Ja, okay. Filterless Soil. Filterless Soil is great for upgrade Bonsai Pots. Das sind die Sachen. Trader. Station. Da müsste es auch rein theoretisch so eine Trading Station geben, oder? Wie heißt denn das Ding? Wie heißt denn das jetzt? Warte mal, Buch. Craft and place a market heißt das. Oh Mann. Market. Market. Rote Wolle. Holz. Oder ich brauche erstmal den Wollbaum. Oder ist es ein Stringbaum sozusagen? Oder doch ein Wollbaum? Sapling? Quartz, Neverack, Glowstone, Cobalt, Android, Osmium, Prosperity, Quartz, Emerald, Nickel, Silver, Tin, Lead, Copper, Donut, Bacon, Cookie, Bone, Diamond, Redstone, Lapis, Gold, Iron, Coal, Gravel, Sand, Clay, Purified, Dirty, Cottonwood. Junglewood und Cottonwood Anchors. Okay. Bone Meal, Bone Meal, Bone Meal, Wines. Clay and Mud. Hatte ich nicht den schon mal? Clay Saplings habe ich bei Clay natürlich. Eigentlich. Doch hier. Ohne vier davon oder sowas. Clay Saplings. Matt, dafür brauche ich wieder Erde. Die habe ich natürlich nicht mehr. Machen wir gleich noch ein bisschen Erde einfach. Das ist jetzt kein großes Problem gerade. Wir gehen hier hin, dann. Zack. Fertig. Und den Rest schmeiße ich da wieder rein. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Dirt. Hier habe ich Wasser, aber das schütte ich nicht nach. Und dann brauche ich ein bisschen Dirt. Und meine Clay Saplings. Wo waren denn die jetzt? Habe ich die nicht mitgenommen? Doch, habe ich da. Matt. Juhu, ich habe die Saplings. Und weißt du was? Ich platziere da jetzt gleich mal ein. Oder alle vier. Kann ich die anbeten? Ja, die kann ich anbeten. So, rein theoretisch. Vielleicht sollte ich mal zu einer Eisenachse erstmal upgraden. Scheiß auf die Billigpicke. Sollte da draußen ja dann auch die Wines rauskommen. Rein theoretisch. So rein logisch, wenn ich den abbaue, oder? Weißt du was? Ich mache gerade das. Ich mache instant das Mega-Upgrade. Diamond. Weil warum nicht? Was ist das? Grape Seeds. So rein theoretisch sollte da gleich viel runterkommen. Weißt du was? Ich baue mir noch einen kleinen. Schnell. Ich denke, vielleicht kommen die Weins einfach schnell dran. Kleines Bäumchen. Steht zwar noch im Schatten seines Vaters, aber ist doch alles gut. Natürlich hat der jetzt keine Weins dran. Ist doch doof, mein Gott. Gehen natürlich noch ein paar Saplings hier hin. Was wir jetzt auch noch schnell machen können, ist hier das einmal fertig bauen.
Dann muss ich aber hier noch einen Zaun drum bauen, ne? Bis die Tiere kommen. Scheiße. Stimmt, jetzt kommen ja Tiere dann. Alles muss zugebaut werden. So. Das waren 64 schon wieder. Oh Gott. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, bis zur nächsten Folge sammle ich ein paar Wines und tu noch ein bisschen mehr Holz herstellen, weil da kriegst du natürlich ordentlich Jungle Wood auch zusammen. Das kannst du zum Verbrennen dann verwenden. Da werde ich ein bisschen Charcoal wahrscheinlich mitmachen und so Zeugs. Aber ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.